Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Bei uns hat es die letzten Tage wieder ordentlich geschneit. Und das nehmen wir gleich zum Anlass, um ein Video zu diesem Thema zu machen. Wie trainiert man optimal bei diesen Wetterbedingungen eigentlich weiter? Und das werden wir uns einfach genauer anschauen und wir geben wieder ein paar Tipps wie gewöhnlich. Legen wir gleich los. Los geht's. Für viele von euch ist es sicher unmotivierend, wenn ihr euch gerade anzieht, euch fertig macht für das Training und aus dem Fenster schaut und seht, dass es einfach trüb ist und wirklich heftig schneit. Aber nehmt gerade das zum Anlass, eure Gegend mal aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen. Vielleicht schneit es in eurer Gegend ja nicht so häufig und Schnee ist was Besonderes. Lernt eure Umgebung einfach in dem ganzen Weiß kennen, schaut, wie das Ganze ausschaut, genießt den Schnee. Schaut euch die Bäume an, die wunderschön weiß glänzen oder auch die Wege, die Felder oder der Wald. Wir haben es schon beim ersten Tipp gehört. Achtet wenig aufs Tempo und schaut einfach, dass es sicher durch die Laufeinheit kommt. Aber wir wollen eben dieses Thema noch einmal genauer betrachten, weil es eben sehr wichtig ist. Viele laufen dann einfach nach der Uhr, denken sich, ja normalerweise laufe ich 5 Minuten am Kilometer, jetzt muss es wieder gehen. Aber bedenkt, ihr habt wesentlich weniger Grip, wenn der Boden mit Schnee bedeckt ist und darunter vielleicht sogar Eis ist. Das heißt, du kannst auch nicht so schnell laufen oder brauchst viel mehr Energie, um gleich schnell zu laufen wie auf normalem, harten Untergrund. Deshalb musst du da ruhig ein paar Sekunden einbüßen und schau auch, dass du deinen Schritt sicher setzt. Es hilft nichts, wenn du da einfach so läufst wie immer und dann hinfällst, dich verletzt, das zahlt sich gar nicht aus. Denn oftmals kann es ja sein, dass an dem ersten Tag der Schnee recht griffig ist, das heißt, du hast guten Grip. Am nächsten Tag aber wird es in der Nacht zu kalt, es hat aber davor gedauert, das heißt, du hast eine Eisschicht und dann vielleicht noch ganz wenig Schnee. Sprich, es ist echt rutschig. Dann solltest du vielleicht überlegen, ob du deine Wege nicht eher dorthin legst, wo schon gestreut ist, wo ein bisschen Salz gestreut wurde, dass du dort wieder gut laufen kannst. Da musst du einfach schauen, wie sich eben die Bedingungen gerade geben und vielleicht auch Schuhe mit etwas mehr Grip anziehen. Wenn ihr jetzt auf verschneiten Wegen läuft und da waren vor euch schon andere Läufer, Spaziergänger oder gar Autos unterwegs, dann versucht deren ihre Spuren zu vermeiden. Macht euch eure eigenen Spuren. Ihr werdet merken, dass das Ganze ein besonderes Gefühl ist, wenn ihr in den neuen Pulverschnee reinläuft, das Ganze unter euren Schuhen knirscht und ihr habt außerdem den Vorteil, dass es nicht gar so rutschig ist. Weil ihr werdet merken, dass wenn ihr in den Spuren eurer Vorgänger läuft, dass das Ganze einfach festgetreten ist und etwas rutschiger ist. Wenn ihr in den Pulverschnee geht und wirklich in den unbetretenen Teil geht, sozusagen von dem Weg, werdet ihr merken, dass eure Schuhe etwas mehr Grip haben. Wohnst du in Gebieten, wo es vielleicht aktuell sehr schwer ist zu laufen, beziehungsweise wenig Spaß macht, weil der einzige Ort, wo du laufen kannst, vielleicht die Bundesstraße ist, die geräumt ist und daneben die Gehsteige, das macht natürlich keinen Spaß, weil einerseits hast du dort nur diesen ganzen braunen Gatsch, der von den Autos und dem ganzen Salz auf der Straße zusammengefahren wurde und ja, die Atmosphäre ist auch nicht so schön. Deshalb könntest du versuchen, zum Beispiel auf Langlaufen umzusteigen, weil wenn du den Luxus hast, dass du viel Schnee hast, vielleicht sogar eine Langlaufloipe um die Ecke ist, dann würde ich das einfach mal ausprobieren, weil auch diese Alternative kann sehr viel weiterbringen. Du hast einmal andere Muskelgruppen, die angeregt werden, ein bisschen Abwechslung im Training und du kannst auch beim Langlaufen viel, viel schneller unterwegs sein als beim Laufen zum Beispiel und hast auch so vielleicht ein bisschen was vom Winter und musst dich nicht nur ärgern, dass du jetzt gerade wohnst, wo zum Beispiel 1,5 Meter Schnee sind, weil das hat vielleicht auch was Gutes, wenn du es nutzen kannst. Gerade wenn ihr im Schnee auf unbefestigten Wegen läuft, dann müsst ihr besonders aufpassen, weil durch den Schnee können kleine Löcher bedeckt werden oder auch kleine Lacken können frieren und der Schnee legt sich drüber und drunter ist es verdammt eisig. Sollte ein Loch eingeschneit sein, überseht ihr das vielleicht, steigt ungünstig hinein und könnt umknicken oder euch gar sogar was einreißen. Genau aus dem Grund ist es auch nochmal wichtig, bei Schnee das Tempo etwas zu reduzieren und besonders aufpassen, wie man hinsteigt und wo man hinsteigt. Vielleicht seht ihr jetzt den Schnee etwas positiver. Ich selbst muss mich da auch immer wieder zusammenreißen, weil meistens ärgere ich mich, wenn Schnee fällt. Falls ihr aus einer Gegend kommt, wo es häufiger schneit und ihr wirkliche Experten in der Sache seid, was Schneelaufen anbelangt, dann könnt ihr uns gerne mal eure Tipps unten in die Kommentare schreiben. Weil wir haben nicht viel mit Schnee am Hut, außer dass wir manchmal Skifahren gehen und wenn es mal eben beim Laufen schneit, dann setzen wir meistens sogar eine Brille auf, damit es nicht ins Auge fliegt. Schnee ist bei uns daher eher eine Seltenheit. Aber wenn es einen Schnee gibt, dann ist es so eine Mischung aus Freude und Leid.
Wir verzichten natürlich trotzdem nicht auf unser Training, schauen, dass wir unsere Einheiten weiter durchführen, weil das ist ja kein Grund zur Ausrede dafür. Mit den genannten Tipps von uns kannst du das Training ohne Probleme trotzdem durchführen. Also, happy running, viel Spaß. Ciao.